Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute ist der 20. April und seit dem ersten deutschen Corona-Toten am 9. März sind rund 40 Tage vergangen. Ich polemisiere im folgenden Video und ich würde es am ehesten als Satire einstufen und deswegen bitte nicht verklagen. Das große Totschlagargument, das heutzutage allen sogenannten Corona-Zweiflern, Aluhutträgern oder Schwurblern entgegengesetzt wird, ist ja die Aussage, es sterben Menschen und da müsse man doch alles tun, um das zu verhindern. Ja, einverstanden, aber doch bitte in angemessenem Ausmaß. Ich habe mich also einfach mal hingesetzt, gegoogelt und zusammengerechnet, wie viele Deutsche in den letzten 40 Tagen an was verstorben sind. Im Durchschnitt sterben 2600 Deutsche pro Tag, also seitdem insgesamt 104.000. 104.000. Hier habe ich runtergebrochen, wie viele an, ich nenne es mal, vermeidbaren Ursachen verstorben sind. Und das Sonstige, dann die Differenz, also alle, die an anderen Krankheiten, Gewaltverbrechen oder auch eines natürlichen Todes gestorben sind. Unser Herr Dr. Söder wird ja nicht müde, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass es ja um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger geht. Und dazu wird er auch nicht müde, reißerische Formulierungen aus dem Handbuch der rhetorischen Mittel zu benutzen. Ich habe Herr Söder interviewt. Not. Und überzeichne im Folgenden die Maßnahmen der Regierenden, auch um die Gefahr von SARS-CoV-2 und Covid-19 etwas zu relativieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Corona hält die Welt weiter in Atem. In Anbetracht der Tatsache, dass Covid-19 eine Erkrankung der Atemwege ist und Menschen daran ersticken, empfinde ich diese Aussage, diesen Aufhänger für eine Rede, als etwas geschmacklos. Corona hält die Welt in Atem. Überall haben wir zum Teil dramatische, chaotische Zustände. Herr Ministerpräsident, können Sie nach 40 Tagen Corona-Kampf den Begriff Reproduktionsfaktor zu Beginn der Epidemie im Vergleich zu heute erklären? Damals war der Reproduktionsfaktor bei 1,6. Das heißt, einer hat 6 angesteckt. Heute ist der Reproduktionsfaktor unter 1 bei 0,7. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Dr. Söder, wir blenden gerade eine besorgniserregende Grafik ein. Hier werden die größten Todesursachen Deutschlands visualisiert. Täglich sterben in Deutschland im Schnitt 2600 Menschen. Alle sind besorgt, die Zukunft scheint ungewiss. Wie man deutlich sehen kann, sind viele Dinge im Leben noch gefährlicher als Corona. So sind in den letzten 40 Tagen statistisch ca. 104.000 Deutsche nicht an Covid-19 gestorben. Niemand hat sich das vor kurzem vorstellen können. Ich auch nicht. Bayern nimmt daher im Kampf gegen den Tod eine Vorreiterrolle in Deutschland ein. Sie haben den vermeidbaren Todesursachen im ganzen Land den Kampf angesagt. Seit 7 Tagen gelten in Bayern rigorose Maßnahmen, die der ganzen Bundesrepublik als Vorbild dienen sollen, damit in Zukunft keine Bürgerin und kein Bürger jemals wieder sterben muss. Wie sind Sie bei der Erarbeitung des Maßnahmenpakets vorgegangen? Wir hatten von Anfang an alles im Blick. Wir verfolgen einen mehrdimensionalen, einen komplexen Politikansatz. Kritische Stimmen verurteilen die eklatanten Einschränkungen der Grundrechte bei der Umsetzung Ihres großen Ziels. Trotzdem hat der Schutz unserer Gesundheit Priorität. Schlechte Ernährung und Bewegungsmangel haben in den vergangenen 6 Wochen ca. 14.300 Deutschen das Leben gekostet. Für die Zukunft haben sie daher ein Verbot für Produkte tierischen Ursprungs, industriell gefertigte Nahrungsmittel sowie Süßwaren erlassen. Fastfoodketten dürfen erst wieder öffnen, wenn sie ihr Angebot
auf vegane Rohkost umgestellt haben. Und für jeden Bürger wurde ein tägliches sportliches Ertüchtigungsprogramm erarbeitet, dessen ordnungsgemäße Absolvierung per Smartphone-App getrackt wird. Das führte zu einer Vielzahl Klagen bei den obersten Landesgerichten. Nur weil wir nicht im Landtag darüber geredet haben, heißt es nicht, dass wir nicht alle Argumente gewichtet und geprüft haben. Und die obersten Gerichte in Bayern, aber auch in Deutschland, haben den Kurs ja bislang bestätigt. Schlechte Zeiten auch für Raucher. Wäre das neue Zigarettenverbot bereits vor 40 Tagen umgesetzt worden, wären ca. 11.000 Bürgerinnen und Bürger heute in Deutschland noch am Leben. Wir haben eine hohe Zahl von Todesfällen und ich glaube, Ihnen geht es wie mir, jeder Einzelne schmerzt. Nur noch vegane Rohkost, kein Tabakgenuss mehr? Ist das nicht etwas übertrieben? Wir wägen ab, ob all die Einschränkungen noch angemessen und verhältnismäßig sind. Natürlich wurde im Rahmen der Keiner muss mehr sterben-Kampagne auch ein absolutes Alkoholverbot verordnet. Statistisch sind seit dem ersten deutschen Corona-Toten am 9. März 2020 ca. 8.100 Bundesbürger an den Folgen überhöhten Alkoholkonsums gestorben. Gerade in Bayern, wo oftmals schon zum Frühstück ein Weißbier konsumiert wird, ist die Alkoholverbotsmaßnahme besonders schwer zu argumentieren. Wann dürfen die Bayern mit Lockerungen beim Alkoholverbot rechnen? Ich bin dankbar, dass wir keine unkontrollierten, überstürzten Exit-Debatten führen. Sonst droht, und das ist ganz sicher, ein Rückfall. Und ein Rückfall hat dann erheblich mehr Wirkungen als das, was wir am Anfang diskutiert haben. Geduld rettet Leben. Ungeduld riskiert Leben. Wir wollen Bayern auch weiterhin behutsam und sicher durch diese schwere Zeit führen. Ich bin optimistisch, dass wir am Ende gut durchkommen. Das schlimme Coronavirus, das derzeit 4.400 Todesopfer gefordert hat, erscheint im Vergleich zu den 104.000 Nicht-Corona-Toten geradezu harmlos. Was sagen Sie dazu? Unsere Maßnahmen wirken. Die Strategie ist erfolgreich. Es war richtig, frühzeitig und konsequent zu handeln. Medikamente verursachten in den vergangenen 40 Tagen 2.100 Tote. Durch Haushaltsunfälle verstarben weitere 1.200 Deutsche und zu 1.000 Suiziden kommen noch ca. 300 Verkehrstote. Die Pharmaindustrie darf jetzt nur noch homöopathische Mittel verkaufen. Hausarbeit darf nur noch von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Motorisierter Personenverkehr im privaten Bereich ist verboten und jedem Selbstmörder drohen empfindliche Freiheitsstrafen. Sind das nicht zu tiefe Eingriffe ins Privatleben, gerade im Freistaat? Aber wir sind bei der Zahl der Todesfälle jetzt erstmals über 1.000 insgesamt gestiegen und es sind 1.000 zu viel. Und es tut uns weh. Deswegen keine Entwarnung, aber ich gebe zu und es freut mich auch persönlich, Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Nach einer Woche Kampf dem Sensenmann können Sie sicherlich noch keine genauen Zahlen nennen. Aber wie ist Ihre derzeitige Prognose? Es ist ein zartes Pflänzchen, das sich bei uns in der Sicherheit entwickelt. Wie schätzen Sie dabei Ihre eigene Arbeit als Vorsitzender der Kein Bayer muss mehr sterben Taskforce ein? Wir haben früher und konsequenter als andere begonnen. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch die Bayern ganz gut beschützt in dieser bislang schwierigen Situation. Viele Bürgerinnen und Bürger fordern eine Lockerung der Bestimmungen, insbesondere im Hinblick auf das beliebte Weißwurstfrühstück. In der Opposition wurde jetzt eine 14-tägige Ausnahmeregelung angeregt. Wie stehen Sie dem gegenüber? Wir müssen weiter Geduld haben. Ich kann nicht versprechen, dass sich alles so schnell normalisiert, wie sich das manche wünschen. Ehrlich sein heißt auch das auszusprechen, was schwerfällt. Der Urlaub kann diesen Sommer nur im eigenen oder im Nachbarort stattfinden, da jeder motorisierte Personentransport verboten ist und mit hohen Geldstrafen geahndet wird. Die Automobilindustrie in Deutschland steht wie so oft vor dem Aus. Trotzdem gibt es viele Todesfälle und jeder Einzelne schmerzt. Daher, wir sind noch nicht über den Berg. Wir müssen weiterhin vorsichtig und umsichtig sein. Herr Ministerpräsident, ich darf Sie an dieser Stelle um ein erstes Fazit bitten. Wie wirken sich die erzwungene Ernährung, das Alkoholverbot, das Nikotinverbot, das Medikamentenverbot, das Hausarbeitsverbot sowie das Verkehrsverbot und die hohen Strafen bei Suizid inzwischen aus? Das alles, was wir beschlossen haben, gemeinschaftlich, hat funktioniert. Aber es war wichtig, es konsequent und rechtzeitig und entschlossen zu tun.
Wie geht es Ihnen und Ihren bayerischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern inzwischen? Wir haben den Stress- und Charaktertest bisher ganz gut bestanden. Aber das ist nicht vorbei. Das ist alles ein ganz schmaler Grat. Die Entwicklung ist zerbrechlich. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Ich darf Sie an dieser Stelle um ein kleines Schlusswort bitten. Ich selbst möchte so viel Freiheit wie möglich, aber eben auch so viel Sicherheit wie notwendig. Mein Amtseid gebietet, die Bayern zu schützen. Den werde ich auch weiter konsequent erfüllen. Wir haben noch eine Minute Sendezeit, Herr Söder. Der Großteil der Bayern ist der Ansicht, dass das Oktoberfest in diesem Jahr aufgrund der Ernährungsvorgaben und des Alkoholverbots keinen Sinn macht. Wie sehen Sie das? Ich werde in den nächsten zwei Wochen mit dem Oberbürgermeister von München ein intensives Gespräch machen. Wir beide sind aber sehr skeptisch, ob auch das Oktoberfest überhaupt möglich ist. Und wir werden in den nächsten zwei Wochen Entscheidungen treffen. Aus heutiger Sicht bin ich da sehr, sehr skeptisch. Kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber wir wollen es dann seriöserweise entscheiden. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident, fürs Gespräch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht mal drüber nachdenken. Wie gesagt, nicht alles ganz ernst gemeint, aber dennoch, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich überlege mir was. Wir haben Bayern vor dem Schlimmsten bewahrt. Und ich sage Ihnen eines, das müssen wir auch tun, weil es geht nicht nur um Infektionen, es geht auch um Todesfälle, jeden Tag mehr. Achtung, Achtung und Vorsicht ist das Konzept für die Zukunft. Viel Erfolg für uns gemeinsam, viel Hoffnung für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch Umsicht und Klugheit. Gott schütze unser Land weiter, so gut wie es bislang getan hat. Herzlichen Dank.